Mitten im Zentrum der griechischen Hauptstadt befindet sich das Deutsche Archäologische Institut Athen. Die Abteilung Athen wurde 1874 gegründet und war nach Rom die zweite Auslandsabteilung des Deutschen Archäologischen Instituts, das seine Zentrale in Berlin hat. Am Standort Athen sind derzeit 28 Mitarbeiter beschäftigt. Unter der Leitung von Katja Sporn gehen die Mitarbeiter des Instituts den verschiedenen Tätigkeiten nach. Also das DAI ist ein Forschungsinstitut auf dem Gebiet der Altertumswissenschaften. Wir graben aus und machen andere Feldforschungen. Es gibt immer verschiedene wissenschaftliche Fragestellungen, die behandelt werden. Das ist der erste Schritt, die Feldforschung und die Ausgrabung zu betreiben. Die Funde müssen dann konserviert und präsentiert werden. In einem nächsten Schritt werden die Funde wissenschaftlich aufgearbeitet. Dazu ist auch Bibliotheksstudium notwendig. Es ist auch die Zuarbeit von Restauratoren notwendig. In einem dritten Schritt werden sie publiziert, sowohl für ein Fachpublikum als auch für die weitere Öffentlichkeit. Des Weiteren ist es uns aber natürlich wichtig, das, was wir tun, auch didaktisch zu vermitteln. Deswegen haben wir verschiedene Kurse. Wir sind auch, verschiedene unserer Kollegen sind eingebunden in den Lehrbetrieb an verschiedenen Universitäten. Und letztendlich werden unsere Grabungsergebnisse oder unsere Grabungen auch im archäologischen Gelände vermittelt und dafür braucht es auch Kulturerhalt. Das Institutsgebäude feierte 2018 sein 130-jähriges Bestehen und steht bereits seit 1972 unter Denkmalschutz. Im Gebäude, das in den letzten 130 Jahren immer wieder erweitert wurde, befindet sich eine bedeutende Fachbibliothek mit Spezialisierung im Bereich der griechischen Archäologie. Die Bibliothek umfasst mehr als 80.000 Bände und zieht Forscher und Interessierte aus der ganzen Welt an. Außerdem verfügt die Abteilung Athen über ein Archiv mit zahlreichen Zeichnungen, Plänen, Karten sowie Nachlässen bedeutender Archäologen. Neben dem Archiv gibt es auch eine eigene Fotothek. Hier finden sich 128.000 positive sowie die dazugehörigen Originalnegative. Diese Fotothek ist eine der umfangreichsten im Bereich der Archäologie Griechenlands. Ein dementsprechend hoher Wert wird darauf gelegt, das Material dauerhaft fachgerecht aufzubewahren. Darum sind die Räumlichkeiten, in denen die Originalnegative gelagert werden, mit einem stabilen Raumklima und einer festgelegten Raumtemperatur ausgestattet. Um die Inhalte der Fotothek auch online zugänglich zu machen, werden umfangreiche Digitalisierungsmaßnahmen durchgeführt. Mittlerweile sind 65% der Bestände der Fotothek im Online-Datenbanksystem des DAI, der iDAI-Welt, abrufbar. Das DAI Athen betreut zahlreiche archäologische Projekte in ganz Griechenland. Dafür sind eine gute Kooperation mit den Behörden des Gastgeberlandes sowie die Kommunikation mit den anderen wissenschaftlichen Einrichtungen in Griechenland von großer Wichtigkeit. Die bedeutendsten Projekte sind in Olympia, Samos, Kalapodi und Tirins sowie der Keramaikos in Athen. Die Grabungen im Zeus-Heiligtum von Olympia sind das älteste und längste Projekt, das vom DAI Athen betreut wird. Die ersten großen Grabungen fanden hier bereits im 19. Jahrhundert statt. Damals wurde das Zentrum des Heiligtums freigelegt. Die ersten Ausgrabungen von deutscher Seite
fanden 1875 bis 1881 statt. Erst nachdem diese erste große Kampagne abgeschlossen war, einige Jahrzehnte später, hat Wilhelm Dörpfeld, einer der damaligen leitenden Architekten der ersten Grabung, die archäologischen Ausgrabungen in Olympia wieder angefangen, wieder aufgenommen und zwischen den Jahren 1906 und 1909 ein paar ihn interessierende Fragen der frühen Geschichte des Heiligtums erforscht. Das Besondere an Olympia ist, dass es das größte Heiligtum der ganzen griechischen Welt gewesen ist. Es hat sich von recht kleinen lokalen Anfängen, es war zunächst nur ein sakraler Ort in der Landschaft Elis, dann zu einem Treffpunkt der gesamten griechischen Welt entwickelt, in der zu den Höchstzeiten im 4. und 5. Jahrhundert vor Christus man schätzt bis zu 40.000 Personen von allen Enden der griechischen Welt zusammengekommen sind. Darüber hinaus ist Olympia natürlich als Austragungsort der antiken Olympischen Spiele bekannt. Die Olympischen Spiele sind nach der antiken Überlieferung kontinuierlich seit dem 8. Jahrhundert vor Christus, also das erste Datum, das uns überliefert wird, ist 776 vor Christus, bis in die Spätantike durchgeführt worden. Besonders beeindruckend ist auch das Bronzemagazin von Olympia. Mit seinen mehr als 28.000 Fundstücken ist es weltweit einzigartig. Um das Heiligtum auch für die Zukunft zu erhalten, sind permanente Restaurierungsarbeiten sowie umfangreiche Maßnahmen zur Denkmalpflege erforderlich. Nachdem die Ausgrabung ja einen großen Teil des Heiligtums freigelegt hat, liegt der Schwerpunkt unserer Arbeit jetzt nach wie vor auf der Publikation, auf der Erforschung der Funde, von denen es noch tausende von Objekten gibt, die noch nicht ausgiebig erforscht und auch der Öffentlichkeit vorgelegt worden sind. Es gibt natürlich auch ein großes Projekt und ein großes Programm, das sich immer weiter um die bereits ausgegrabenen Ruinen kümmert, um den heutigen Besuchern, die ja zu Hunderttausenden jedes Jahr nach Olympia kommen, den Ort nicht nur entsprechend interessant und attraktiv zu gestalten und weiterhin diese Attraktion aufrechtzuerhalten, sondern nach Möglichkeit auch mit den uns zur Verfügung stehenden Kräften auch diese Attraktivität zu erhöhen, also in der Form von Restaurierungen bestimmte Gebäude deutlicher und verständlicher für den Besucher zu machen. Ebenfalls schon seit beinahe 100 Jahren ist das DAI Athen auf der griechischen Insel Samos tätig. Hier befindet sich das Heraion, ein Heiligtum, das der Göttin Hera gewidmet war. Das Deutsche Archäologische Institut gräbt seit 1925 im Heraion von Samos, ist also jetzt gut und gerne ja noch nicht ganz 100 Jahre auf der Insel aktiv. Das Heraion von Samos ist ein Hera-Heiligtum, das sagt der Name halt, Heraion. Das Besondere an diesem Heiligtum ist, ja, vielleicht einmal für die Antike, der Tempel. Das Heraion ist berühmt für seinen Dipteros, für seinen Monumentaltempel, ungefähr 55 mal 108 Meter, und für das Alter seines Kultes. Für die archäologische Forschung, das Spannende an dem Ort, ist die Möglichkeit, die Entwicklung des Kultes tatsächlich von seinen Anfängen bis zum Ende, bis eben in die Spätantike nachzuverfolgen mit dem archäologischen Fundmaterial. Das ist nicht an vielen Orten möglich. Das Heraion bietet diese Möglichkeit. Und hier liegt der Fokus vor allem an der Frühphase des Kultes, weil dort sehr viel erhalten ist aus dieser Frühzeit des Heiligtums, was unter anderem auch gute Einblicke in die frühen Kontakte Griechenlands zum Mittelmeerraum ermöglicht. Es gibt viele Funde aus den unterschiedlichsten Regionen des Mittelmeerraums, die ins Heiligtum geweiht worden sind. Seit 2016 findet das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft finanzierte Projekt Wasser und Kult im Heraion von Samos statt. Organisiert ist das interdisziplinäre Forschungsvorhaben als Kooperation zwischen der Abteilung Athen des DAI und dem Labor für Hydrologie an der Technischen Hochschule Lübeck. Die Forscher sammeln hierbei Erkenntnisse zu den wasserbaulichen Einrichtungen im Heiligtum und werten sie auch in ihrer Bedeutung für den Kult aus. Ich stehe
gerade in den Fluten des Imbrasos. Das ist der Fluss, an dessen Ufer Hera einer lokalen Kultlegende zufolge geboren sein soll. Und in diesem Fluss, der heute etwa 600 Meter westlich des Heiligtums ins Meer mündet, haben wir verschiedene Drucksensoren installiert, die wir ausgelesen haben im Laufe der Kampagne. Diese Sensoren zeichnen kontinuierlich den Druck, die Temperatur und den Wasserstand auf. Und anhand dieser kontinuierlichen Messreihe können wir dann im Vergleich mit Niederschlagsdaten Informationen bekommen über Hochwasser, Niedrigwasser und auch über die Auswirkungen, die diese Wasserveränderungen hier im Flussbett im Heiligtum haben, wo wir auch in verschiedenen Brunnen solche Drucksensoren installiert haben. Ziel des Projektes Wasser und Kult im Heraion von Samos ist es, erstmalig die hydrotechnischen Elemente im Heiligtum zusammenzustellen, in einer Gesamtschau in Zusammenarbeit mit Geohydrologen und Wasserrohringenieuren zu analysieren und auch im Hinblick auf das Kultgeschehen im Heiligtum neu zu interpretieren. Von archäologischer Seite ging es erstmal darum, die verfügbaren Informationen zu den im Laufe der Grabungsgeschichte freigelegten wasserbaulichen Einrichtungen zusammenzutragen. Also zu schauen, was wurde denn freigelegt an Brunnen, an Rohrleitungen, an Kanälen und so weiter. Das sind eine Vielzahl von Elementen, die ausgegraben wurden im Laufe der Zeit, die aber noch nie wirklich im Fokus der Aufmerksamkeit standen, die jetzt also erstmalig zusammengestellt werden, katalogartig erfasst werden. Und auf dieser Grundlage kann man dann halt wirklich eine Entwicklung nachzeichnen, die also ja, technische Innovationen beinhaltet, die aber auch eventuell sich wandelnde Anforderungen aus Sicht des Menschen, also was die Nutzung angeht, des Wassers widerspiegelt. Die jüngste Grabung des DRI Athen ist jene im Heiligtum von Kalapoli. Hier wurden die Grabungen erst in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts begonnen. Unter den 5 Grabungsstätten, die das Institut betreut, ist die Kalapoli-Grabung die jüngste. Sie hat erst in den 1970er Jahren begonnen. Das Besondere an Kalapoli ist, dass man dort von Anfang an, dadurch, dass vorher nicht im großen Stil ausgegraben wurde vor den 70er Jahren, mit modernen wissenschaftlichen Standards ausgraben konnte. Man fand dort die Grabungsfläche mehr oder weniger intakt vor und hatte Ausgangsbedingungen, die man an Orten wie Olympia, Delphi, aber auch unseren anderen Grabungsorten, an denen bisweilen schon seit über 100 Jahren gegraben wird, nicht mehr hat. Weil dort die meisten Erdbewegungen schon vor sehr langer Zeit stattgefunden haben. Das heißt, man konnte sehr genaue stratigraphische Untersuchungen durchführen. Man hat sofort Erdanalysen gemacht. Man hat botanische Analysen gemacht, schon in den 70er Jahren. Man hat damals schon in den 70er Jahren geophysikalische Prospektionen durchgeführt. Das war damals tatsächlich mit die ersten Grabungen in Griechenland, die das überhaupt gemacht haben. Das heißt, sowohl was die archäologischen Grabungsmethoden betrifft, als auch weitere naturwissenschaftliche Methoden, die dort seither angewendet werden, muss man sagen, ist Kalapoli auf dem absolut aktuellsten Stand. Das letzte 5-Jahres-Projekt hatte als Thema die Ausdehnung, Anlage und Infrastruktur des Heiligtums von Kalapoli. Es ging davon aus, dass man ja in den älteren Grabungen 2 parallele Tempelstrukturen gefunden hatte und nun die Frage anstand, was gibt es eigentlich rings um diesen Tempel, um diese Tempelstrukturen herum. Dazu haben wir zunächst einmal geophysikalische Prospektionen durchführen lassen, in Kooperation mit der Universität Kiel und haben da bereits festgestellt, dass verschiedene Strukturen sich abzeichnen in der Umgebung dieser beiden Tempel. Vor allen Dingen westlich des Tempelareales konnte man sehen, dass Siedlungsstrukturen zu finden sind, die allerdings anhand der geoelektrischen Untersuchung, konnten wir das sehen, eher oberflächennah sind. Das heißt, ich würde eher vermuten, dass sie relativ spät waren, mit Ausnahme wohl eines Gebäudes. Wir haben dann, ausgehend von diesen geophysikalischen Untersuchungen,
den Bildern, die wir dadurch gewonnen haben, gezielte Sondagen unternommen, um Indizien für die Chronologie dessen, was wir gesehen haben, tatsächlich zu bekommen. Es hat sich bestätigt, dass das, was wir im Westen gesehen haben, relativ spät ist. Also ausgehend von der römischen Kaiserzeit bis in die Spätantike weist. Und das war auch, muss man sagen, eines der wichtigsten Erkenntnisse dieser letzten Phasen. Die genaue Stratigraphie der Jahre, der sagen wir, der letzten 500 Jahre der Geschichte des Heiligtums. Also von die 500 Jahre nach Christus. Die zweite wichtige Erkenntnis dieser Untersuchungen waren durch die Ausgrabungen erfolgt. Wir haben ein neues Gebäude gefunden. Jenseits dieser zwei Tempelkomplexe, die bereits bekannt waren, haben wir noch ein neues Gebäude gefunden im Nordosten des Geländes, dessen Datierung mittlerweile geklärt ist. Es handelt sich um einen späthellenistischen Bau, der auch in der Kaiserzeit noch genutzt wurde. Allerdings wissen wir noch nicht genau, was für eine Funktion er hat. Das nächste Projekt befindet sich in Tiryns. Tiryns ist bekannt für seine mykenische Zitadelle mit ihren prächtigen Mauern. Das Grabungsprojekt in Tiryns wird von Josef Maran, Professor für Ur- und Frühgeschichte an der Universität Heidelberg, geleitet. Die Ausgrabungen in Tiryns sind schon sehr früh vom Deutschen Archäologischen Institut begonnen worden, genau genommen 1876. Und es war Heinrich Schliemann, der dort tatsächlich als erster gegraben hat. Und diese sehr lange Grabungsgeschichte führt dann oft dazu, dass mich Menschen fragen, was es denn noch nach so langer Zeit in Tiryns auszugraben gibt. Dazu ist zweierlei zu sagen. Zum einen, dass das Deutsche Archäologische Institut nicht seit 1876 pausenlos in Tiryns aktiv ist. Es gab immer wieder sehr lange Unterbrechungen. Die längste Unterbrechung zwischen den 1920er Jahren und Ende der 1960er Jahre. Und was mir noch wichtiger erscheint, ein Projekt ist nicht ein Traditionsprojekt und bedeutend wegen der Orte und der großen Vergangenheit, sondern ein Projekt ist für mich dann bedeutend, wenn es gelingt, immer wieder neue Fragen an den jeweiligen Ort zu stellen und dort geeignete Ansatzpunkte zum Beantworten dieser Fragen zu finden. Und ich denke, insofern ist Tiryns einerseits ein Traditionsprojekt, aber andererseits auch ein sehr junges Projekt. Die Universität Heidelberg ist mit dem Ort Tiryns seit 1996 verbunden, seitdem ich das Projekt nach Heidelberg gebracht habe. 1994 wurde das Projekt mir vom Deutschen Archäologischen Institut in die Verantwortung übertragen. Und es sind jetzt 25 Jahre, seitdem ich das Projekt leite. Und es ist mir nie langweilig geworden in dieser Zeit. Und ich habe diese Zusammenarbeit zwischen dem Deutschen Archäologischen Institut und der Universität Heidelberg und meinem Institut immer sehr genossen und finde das auch ein sehr fruchtbares Modell. Das Besondere an Tiryns meiner Meinung nach ist zum einen, dass es sich im Kreise der Forschungsvorhaben des Deutschen Archäologischen Instituts um das einzige handelt, das mit der Bronzezeit sich beschäftigt. Das heißt den Zeitabschnitten vor dem ersten Jahrtausend vor Christus. Zum anderen ist es ein Ort, der innerhalb dieser Bronzezeit in verschiedenen Zeitabschnitten seit dem dritten Jahrtausend, seit der frühen Bronzezeit, immer wieder ein politisches Zentrum gewesen ist. Es gibt hauptsächlich drei Zeitabschnitte, in denen Tiryns eine überragende Rolle gespielt hat. Das ist zum einen Mitte des dritten Jahrtausends in der Frühbronzezeit, dann zum anderen in der mykenischen Palastzeit zwischen 1400 und 1200 vor Christus und das ist das, was uns im Moment am meisten interessiert, die Zeit nach 1200 vor Christus, die letzten 150 Jahre der mykenischen Kultur, in der der Ort eine ganz besondere Entwicklung genommen hat, die sich stark unterscheidet von allem, was wir an anderen Orten in Griechenland in dieser Zeit finden. Tiryns ist ein Ort, der auch noch für viele Generationen von Forschern und Forscherinnen interessante Ansatzpunkte bringen wird. Man muss andererseits auch sagen, dass in der Archäologie eigentlich jede Ausgrabung zu früh kommt. Insofern, als in 20 Jahren werden neue Methoden, zum Beispiel aus den Naturwissenschaften, aber auch aus den Geisteswissenschaften verfügbar sein, die dann Grabungen
die 20 Jahre davor stattgefunden haben, altertümlich erscheinen lassen, weil damals diese Fragen oder diese Methoden noch nicht nachgegangen wurden. Die Konsequenz ist daraus nicht, dass man aufhört zu graben, das kann es ja wohl nicht sein, sondern dass man sehr schonend mit den archäologischen Monumenten umgeht und eigentlich nur dann gräbt, wenn man ganz konkrete Fragestellungen hat, denen man in Kombination mit bestimmten anderen Wissenschaften nachgehen will. Und insofern würde ich sagen, Thürins hat großes Potenzial für zukünftige Ausgrabungen. Es wird allerdings von den Fragestellungen abhängen, wie viel man davon dann wird verwirklichen können. Es hängt auch zusammen mit der fruchtbaren Kooperation mit den griechischen Behörden und den griechischen Kolleginnen und Kollegen. Wir sind Gäste in Griechenland und das ist mir auch sehr wichtig festzustellen, dass, und das ist auch einer der reizvollsten Aspekte, hier zu arbeiten, in einem Land fernab von den Orten, in denen man beruflich tätig ist, in Deutschland, und zu sehen, dass man hier in internationaler Kooperation, vor allen Dingen mit den griechischen Kolleginnen und Kollegen, aber dann auch mit einem breiten Feld von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen aus anderen Nationen hier zusammenarbeiten kann. Ein weiteres Projekt, das vom Deutschen Archäologischen Institut betreut wird, liegt inmitten von Athen. Hier befindet sich der berühmte Kerameikos. Die Geschichte der Kerameikos-Grabung beginnt 1863 mit einem Zufallsfund einer antiken Grabstätte, die, wie man schnell feststellte, sich noch am Ort in situ befunden hat. Durch diesen besonderen Fund wurde die Archäologische Gesellschaft von Athen informiert. Im gleichen Jahr noch fanden die großen Ausgrabungen entlang der Gräberstraße statt, die heute auch das Kernstück der Grabung darstellt. Im Jahr 1913 wurden die Ausgrabungen dann nach 50 Jahren Ausgrabungen der Griechischen Archäologischen Gesellschaft Athens dem Deutschen Archäologischen Institut anvertraut. Und seither werden die Grabungen fast jährlich mit zwei Unterbrechungen durch die beiden Weltkriege durchgeführt. Der Kerameikos heißt Kerameikos, weil das griechische Wort Keramoio, ich töpfere, den Hintergrund für das Substantiv abgibt. Nach dem Heros Keramos ist dieses Gelände benannt worden, der Demos benannt worden, der westlich von Athen ein wesentlich größeres Gebiet noch einschließt. Und die Töpferwerkstätten, die dort ihren Sitz hatten, hatten den deswegen dort, weil zwei Flüsse zusammenlaufen und in Schwemmgebieten dieser beiden Flüsse seit der prähistorischen Zeit sich wunderbare Tonerden abgelagert haben, die Voraussetzung für die Arbeit der Töpfer im Gelände war. Und deswegen sind auch eine ganze Reihe von Töpferwerkstätten im Gelände gefunden worden. Dazu kommen in jeder Grabung eigentlich Kleinfunde aus den Schichten, aus den Gräbern, aus den Wohnhäusern, die hier gefunden worden sind. Und die sind zu ganz großen Teil bestehen die aus Ton, weil Ton sich natürlich auch hier in der Erde besonders gut hält. Neben den Wohnhäusern, Begräbnisstätten und Töpferwerkstätten gab es auch andere Betriebe, Brunnenhäuser, Badeanlagen sowie Heiligtümer. Neueste Forschungserkenntnisse lassen erkennen, dass es hier sogar eine Orakelstätte gab, was für Athen bisher nicht bekannt war. In der letzten Zeit wurde im Kerameikos zwei große Forschungsprojekte verfolgt. Zum einen die Heiligtümer und Kulte im Gelände in der Nähe im Einzugsbereich der Stadttore wurden untersucht und zum zweiten das Wassermanagement. Und bei dieser Gelegenheit haben wir unter anderem ein Heiligtum nachuntersucht, das der Artemis Sotera geweiht war, wie durch die Nachuntersuchungen zweifelsfrei festgestellt werden konnte. Und bei der Anhebung eines Kultmals in diesem Heiligtum wurde klar, dass es sich nicht nur um Artemis Sotera, das heißt Artemis die Retterin, sondern auch um Apollon Paian, also den Zwillingsbruder der Artemis, den Apollon, der hilft, handelt in dem Kult dieses Heiligtums, weil bei der Anhebung des Kultmals wir eine erste Inschrift auf dem Kultmal, auf dem Omphalos, entdeckt haben, im Moment, in dem wir ihn umgedreht haben. Und diese Inschrift lautet Eltemoi opaian feron tomantaion aletes. Auf Deutsch übersetzt bedeutet es ungefähr, komm zu mir, opaian, und bring den wahren Orakelspruch mit.
In diesem Moment, 2015, war für uns also klar, dass wir zum ersten Mal in Athen überhaupt ein Heiligtum, ein Orakelheiligtum in Athen identifizieren konnten und dass dieses Heiligtum dem Apollon Paian geweiht war. Daran schließen sich wie bei jedem Neufund natürlich viele neue Fragen an. Im Gelände des Keramaikos befinden sich auch ein Magazin sowie eine Restaurierungswerkstatt. Hier unterlaufen die Fundstücke die verschiedenen Stadien der archäologischen Restauration. Η συντήρηση των αρχαιολογικών αντικειμένων περιλαμβάνει τα εξής στάδια. Τεκμηρίωση, πριν, κατά και μετά την συντήρηση, η οποία μπορεί να είναι σχεδιαστική και φωτογραφική. Την συντήρηση, η οποία μπορεί να έχει να κάνει με καθαρισμούς, με στερεώσεις και αισθητική αποκατάσταση όπου χρειάζεται. Και τέλος, με την αποθήκευση ή έκθεση των αντικειμένων. Έχοντας πάντα κατά νου την έννοια της προληπτικής συντήρησης, δηλαδή τις συνθήκες έκθεσης και αποθήκευσης. Σαν συντηρητής αρχαιοτήτων έρχομαι σε επαφή με πολλά αντικείμενα και υλικά, όπως κεραμικά, μέταλλα, λίθινα αντικείμενα, γυαλί, ακόμα και αρχαιολογικό ξύλο. Zusätzlich zu den 5 traditionellen Projekten engagiert sich das DAI Athen seit 2016 mit Feldforschungen im Kephissostal in Mittelgriechenland. Wir haben seit ein paar Jahren in Kooperation mit griechischen Kollegen begonnen, Untersuchungen im Kephissostal durchzuführen. Die Forschungen dort haben das Ziel, die Veränderungen der Siedlungsgeschichte im Rahmen einer Landschaftsanalyse zu verstehen. Aus diesem Zweck verfolgen wir verschiedene Forschungsmethoden. Letztes Jahr war es uns möglich, durch Drittmittel von der Fritz-Thyssen-Stiftung einen Airborne LiDAR-Scan, also einen 3D-Scan von der Luft aus durchführen zu lassen, von Kollegen Geosystems Hellas, von einer Firma, das uns ermöglichte, verschiedene Geländemodelle zu erstellen, die wir nun gerade auswerten im Hinblick auf noch vorhandene, aber unter Vegetation verdeckte Anomalien, die von Mauern, Siedlungen, Heiligtümern und also verschiedenen Strukturen führen können. Das ist das eine. Das zweite sind geophysikalische Prospektionen, die wir dort durchführen. Da hatten wir letztes Jahr mit begonnen, mit Kollegen von dem IMS Forth Rethymnon, wo wir schon fantastische Ergebnisse hatten in den ersten 8 Tagen. Mitunter konnten wir einen neuen Tempel finden. Wir konnten Strukturen in einem Gelände finden, die auf eine Siedlung hinweisen, mit Straßenverläufen, mit Häusern, was man bisher überhaupt nicht kannte. Das ist also das Zweite. Das Dritte sind dann gezielte Ausgrabungen, um zu verstehen, mit welchen Phasen wir es überhaupt zu tun haben. Das Vierte ist eine Bauaufnahme von hoch aufstehend erhaltenen Mauern. Das betrifft seit ein paar Jahren besonders Tithorea, was eine Stadtmauer aufweist, die eine der besterhaltenen Stadtmauern in Griechenland ist. Das Wissen und die Erkenntnisse aus den verschiedenen Forschungsprojekten werden regelmäßig der Öffentlichkeit zugänglich gemacht und publiziert. Des Weiteren finden im Gebäude des Instituts jedes Jahr verschiedene Vorträge, Workshops und andere Veranstaltungen statt. Diese werden allesamt rege besucht und stoßen auf großes Interesse in der Welt der Archäologie und darüber hinaus. Die Nachwuchsförderung spielt am DAI Athen ebenfalls eine wichtige Rolle. Nachwuchsförderung ist für uns ein wichtiges Thema, weil der Nachwuchs unsere Zukunft bildet. Wir verfolgen da ein dreistufiges System. Die erste Stufe richtet sich an Studierende, die Einblick bekommen sollen in die
Arbeit des Instituts durch ein Hands-on-Prinzip. Das sind vor allen Dingen Keramik-Workshops, die momentan meistens am Keramaikos durchgeführt werden. Die zweite Stufe ist ein deutsch-griechisches Doktorandenkolloquium, das wir gemeinsam mit deutschen und griechischen Professoren für deutsche und griechische Doktoranden durchführen. Und die dritte Stufe ist ein Länderkurs, der in verschiedene Regionen Griechenlands führt, immer mit Experten dabei. Diese Stufe hat zum Ziel, dass man Postdocs, also Personen, die bereits promoviert sind, an wissenschaftliche Fragestellungen, spannende wissenschaftliche Fragestellungen von verschiedenen Regionen Griechenlands heranführt. Das Athener Institut blickt nun seinem 150-Jahr-Jubiläum entgegen, welches bald ansteht. Das Institut wurde 1874 in Athen gegründet und feiert deswegen 2024 sein 150-jähriges Jubiläum. Manche der runden Jubiläen waren verbunden mit Baumaßnahmen, also sowohl zum 25-jährigen Jubiläum als auch zum 100-jährigen Jubiläum wurden beispielsweise Teile des Instituts angebaut, also jetzt vorhandene Teile des Instituts angebaut, um zu den Zeitpunkten Platz für die Bibliothek zu schaffen. Ob wir das schaffen, für das 150-jährige Jubiläum auch einen Zuwachs an Platz zu gewinnen, weiß ich nicht. Natürlich bemühen wir uns seit längerer Zeit um eine Nutzung des Nachbargebäudes, des alten Odeon, des griechischen Odeon, was seit 1973 leer steht. Ich wäre froh, wenn wir das Institut als Gebäude in einem sehr guten Zustand präsentieren können, zum einen. Zum anderen aber auch wird es eine Veranstaltung geben, über deren Inhalt wir uns noch Gedanken machen. Und es wird eine neue Publikation zu der Institutsgeschichte geben, die wir auch gerade beginnen vorzubereiten.